Hey Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge League of Legends Ranked. Wir machen heute mal wieder die Eisenhähle unsicher. Bin ich noch lange hier? Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare und jetzt viel Spaß mit dem Video. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer Runde League of Legends Ranked. Es ist einige Zeit her, ich kam irgendwie nicht mehr zu League. Beziehungsweise ich habe auch ein bisschen Solo gespielt. Habe jetzt noch keine nennenswerten Rank-Pushes geschafft. Das heißt, wir hängen immer noch in Iron rum. So, da sind wir auch schon in-game. Ich habe schon echt lang kein League mehr aufgenommen. Also wundert euch nicht. Also ich vielleicht nicht ganz so gut unterwegs bin am Anfang. Ich spiele diesmal auch mit Barrier und nicht mehr mit Ghost. Keine Ahnung warum. Wollt mal anders ausprobieren. Vielleicht komme ich damit ein bisschen besser im Early Game durch. Ich dem Jhin einen rein donnern. Nice. Ja, der war schlecht. Na, den Flash hätte ich mir sparen können wahrscheinlich. Ach komm, als ob. Naja. Ah, unlucky. Unlucky, dass er mich da gehittet hat noch mit dieser Granate. Naja, es hat ein bisschen scheiße für mich gelaufen, aber ist mein Brand auch ein bisschen stärker. Vielleicht ist das doch gar nicht so schlecht. Nice. Können wir mal gucken. War, glaube ich, auf jeden Fall echt nicht falsch, da drauf zu gehen. Cool. Also der Swain scheint nicht so super gut zu sein. So ein bisschen weird. Ach, der Swain ist so am Nerven, ne? Oh mein Gott. Amumu auch noch da? Das finde ich ganz schön uncool. Toko Schnippo. Unlucky, dass der Brand die ganzen Kills kriegt. Jetzt nicht mehr so geil für mich dann an der Stelle. CS-technisch dürfte ich auf jeden Fall vor dem Jhin sein. Denke ich mal. So, ich kann mich jetzt verpissen. Ups. Lass mal sehen. 33 zu 28. Ja, ich bin vor ihm, aber nicht viel. Ja, vielleicht reicht es jetzt mit dem Feuer. Schade. Das ist so unlucky jetzt. Oh, nice, das ist... war die Ult. Der Brand ist doch... also der Jhin ist doch bestimmt tot. Das ist krank. Aua. Okay. Na gut, ne? Ich hatte ein bisschen gehofft, dass der Jhin denkt, der ist so überkrass. Oh. Oh, der Swain ist auch noch down. Aber der Brand auch. Schade. Ich habe ein gutes Gefühl hier. Digga, der Swain. Ich kam noch nicht dran, Diggi. Na, schade. Vier Leute unten. Ich bin leider wieder der Idiot, der hinterher gerannt ist. Na, unlucky. Fehler passieren, deswegen sind wir auch Eisen, ne? Aber so weit, so gut. Ich meine, TS bin ich besser als der Jhin. Und die Top-Lane, die... oh Gott, die Top-Lane, die hat 0-4. Das sehe ich ja jetzt erst. Eieiei. Den hauen wir nochmal ganz schnell weg, auch wenn mir das, glaube ich, nicht so viel Geld bringt.
keine Old Boys. Das ist jetzt nicht so geil, da zu fighten. Okay, da einen kleinen Slow rausgeholt. Was sollen wir hier machen, Mann? Ich habe halt keine Ult, damit fühle ich mich echt nicht so stark. Oh, oh. Den Jungen haben wir beschützt. Digga, was ging da ab? Crazy. So, not bad von ihm. So weit, so gut. 4-2. Damit kann man arbeiten. Schuhe fertig machen und dann gehe ich mal schon mal auf Lord Dominix. Ich glaube, ich sollte eher helfen. Bin mir aber auch echt nicht sicher. Bin aber leider zu langsam. Okay, der ist tot. Vielleicht kann ich Mitte deffen. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so smart war, aggressiv zu flashen, aber... Ich hab Mitte gesaved. Okay. Ach, stimmt. Ah, hat er recht. So, ich gar nicht drauf geachtet. Ich wollte eigentlich die Mitte nur rauszögern. Zumindest was zu machen. Junge, warum ist der Brand so tanky, Junge? Naja. Ist doch ganz okay gelaufen, oder? Läuft doch eigentlich ganz gut, wa? Bis jetzt kann man sich hier nicht beschweren. Den Tower kriegen wir auch. Ja, nur oben ist halt komplette Scheiße. Den Swain will ich nicht ulten, Mann. Das lohnt sich kaum. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich finde das gerade ziemlich ungeil hier. Kann ich das Ding fahren? Naja, dafür bin ich zu schwach. Will ich eigentlich nicht so nah bei denen am Tower halt stressen, ne? Ich finde das nicht ganz so geil, ja. Komm, geht's los. Ach, Junge. Das ist so dumm. Ich wollte einfach weggehen, aber es macht halt keinen Sinn. Digga, er steht halt da vorne rum. Okay, ist gut, dass der Swain mich gestealt hat. Mann, ich sollte öfter auf mein Bauchgefühl hören und nicht auf meinen Support und denen helfen, Mann. Ich verstehe halt nicht, warum der Brand jetzt sich ein bisschen mehr supportet und sondern hier so als farmen will. Es wäre doch jetzt, weil er auch so stark ist, voll smart von ihm, halt einfach Dingensen. Also einfach zu chillen mit dem Team und da zu helfen. Aber schöner Kill. Ach Brand, warum gehst du nicht einfach mal weg? Ja, ich weiß nicht. Also unser Jungler ist anscheinend echt gut. Oh fuck, und ich bin echt scheiße. Vielleicht kriege ich den ja im 1v1, ich sehe es gerade gar nicht. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, aua, aua, aui, au. Aui, aui, aui. Okay, jetzt muss ich aber auch weg, Mann. Digga, ich habe 5 HP oder so gefühlt. Ja, lasst mich mal in den Kommentaren wissen, wie das Spiel hier gerade so ist. Ob ihr sagen würdet, ob ich einen guten AD spiele gerade oder eher nicht so.
weiß halt nicht, inwiefern ich mit dem Team hängen sollte und inwiefern ich halt farmen sollte. Weil ich mich gerade schon relativ stark fühle. Um unserem Jungler ein bisschen zu helfen. Komme ich leider nicht ran. Nice. Unlucky, dass er da gestorben ist. Nice. Hauen wir den da mal um. Ich weiß nicht, ob das so smart ist hier gerade. Den Djinn kriegen wir doch auch noch irgendwie, oder? Ah, du kleine Sau. Gehofft. Ich hatte gehofft, dass ich ihn da noch krieg. Okay, die Zombies machen da auf jeden Fall genug Stress. Ja, das war nicht so ein guter Fight. Weiß nicht, warum da der eine hier hinter den Tower gerusht ist. Ey, okay, wir haben Tower geholt, wir haben viele Kills gemacht. Ja, aber so weit, so gut, man. Unser Team macht das, glaube ich, echt ganz gut. Also, unser Jungler ist insane. Unser Top-Lane ist halt der einzige, wo es ein bisschen kracht, so. Ja, ich versuche da noch reinzukommen und zu helfen. Die ist komplette Endkrise hier. Scheiße, ich dachte, ich mache mehr Schaden. Aber ich... Sie hätten auch nochmal reingehen können danach, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fail war von mir. Weil ich habe unglaublich viel Schaden da gehauen, aber... Komm, der muss sterben, nice. Ich weiß halt nicht, wie Fiddle Sticks funktioniert, deswegen... Ich weiß jetzt nicht, ob er hätte reinkommen können. Egal. Ich glaube, es war nicht so schlecht. Aber ich konnte nicht widerstehen, da die Ult reinzuhauen. Es tut mir leid, Leute. Okay, sehr geil. Schade, wir hätten warten sollen, bis der Brand tot ist. Oh. Nice. Gut, dass er da nochmal mit zu mir ist. Nice! Alter, das haben wir echt gut gespielt. Okay, wir können das doch hier auf jeden Fall den Inhibitor weghauen. Ach, der Jorik ist sogar schon da oben. Wenn der noch mitgeholfen hätte, dann wäre es auch nicht so knapp gewesen, ne? Nice. Nice! Schöner Win an der Stelle. Schön runtergespielt, ey. Ich war gar nicht mal so schlecht. Aber mein Brand und hat auch echt gut gespielt und der Jungler sowieso. Naja, kleiner Win an der Stelle. War jetzt nicht so viel los, ne? Wie Damage habe ich gehauen? 33k. Nice. Ja, wenn es euch an der Stelle gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!